Wo schon etwas zusammen. Auf dem Sonnenhof gibt es auch einen kleinen Zoo mit sämtlichen Viecheln, wo die Menschen, die hier leben und arbeiten, auch vieles beibringen und auch helfen, das Beste von sich zu geben. Und das sehen wir jetzt wiederum auf Bildern von Didier Weigler. C'est comment prendre soin de autrui à travers l'animal. C'est comment apporter du soin et être valorisé par ça, vraiment. C'est le but de ce qu'on fait ici. In den 150 Viechle leben hier. Sie brauchen tägliche Pflege, erwecken aber auch viel Interesse und Liebe. Manche leben inwendig, die anderen draußen. Und trotz Wind und Wetter müssen auch sie betreut werden. Der Dylan ist jeden Morgen ein Füder für die Ressle. Il faut faire attention aux fourches. Il ne faut pas se tromper de couleurs et de ça. Parce qu'il y a des couleurs, par exemple, c'est comme les noirs, c'est pour le crottin et les blancs, c'est pour la nourriture. Parce qu'on ne va pas mettre les noirs avec la nourriture propre, parce que sinon il y a des bactéries dedans. Un grand plaisir est que, quand les gens qui sont chez nous, quand ils sont avec le Fee, travaillent, froh sind, dass jetzt morgens kommen und Lust haben für Schaffen mit dem Vieh. Sagen wir, jetzt gehen wir nüsst, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Das ist ein großes Pläsier. Und wenn sie nur Geiss oder ein Ding spazieren führen oder das Ross spazieren führen oder den Eselbürsten, das ist ein großes Pläsier für uns. Manche Viechle wie kleine Känguru wären bewusst nicht wirklich gezähmt, damit die Residenten verstehen, dass es auch wilde Viecher gibt. Andere dagegen lohnt sich gern stricheln und tätscheln. J'aime bien les poneys. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'ai fait une randonnée avec les ânes, c'est pour ça que j'aime bien les poneys. Curer les pieds, je sais le faire. Brosser, je sais le faire. Et monter, je sais le faire. C'est ça qui est bien. Allez, on va travailler nous deux ensemble. Là, maintenant, on va brosser le poney. Au moins, il a pas mal. On va bien le brosser, au moins, il sera propre. Au moins, il a pas mal du tout. On va bien le brosser. Allez, coquin. Voilà. Là, on fait bien, au moins c'est propre. Non, si on touche la fourchette, il a mal le poney. Bei schönem Wetter kommen die Bischwiller Familie die Viechle bewundern. Und die Residenten tun ganz natürlich ihre Freude beantworten, erzählen, was sie machen und was sie über die Tierwelt wissen. Sie wissen, was ein Schaf ist, sie wissen, was ein Geiss ist, sie wissen, was ein Hühn ist, sie wissen, was sie zu essen zu geben, wie man sie birscht, was man macht mit ihnen. Und so ist der Pflegemannschaft die Idee gekommen, ein Projekt mit der Education Nationale aufzubauen. Ab der nächsten Rentrée werden ganze Klassen hier empfangen und die Residenten erklären alles mit Hilfe von Bildern. Kleine Kinder, schön, du lernen sie, was ein Hase ist, wie er wohnt und was er hat für hat er Pelz, hat er Federn, hat er Igai, so wie ein Fisch. Nur auf dem zweiten Niveau, das ist nur der Primär. Und dann sind wir angegangen, was sie in der Schule lernen. Wie die platziert ist ein Hase? Was ist für ein Ding eine Trasse? Was ist der Hase? Ist es ein Mamibär, ein Mamifär, ein Vivipar? Voilà. Und was ist der Hase? Ovipar, ces oiseaux, les animaux qui sortent des œufs, c'est assez vivipar. Ce qui sort des ventres, on explique ça. Il y a des gens qui viennent, nous on explique ça. C'est super. Auf dem Sonnenhof wird jede Gelegenheit genutzt, den Kontakt mit der Außenwelt zu fördern. Denn der Resident bringt es Anerkennung und auch sie haben der Gesellschaft viel zu schenken. Les personnes que nous accompagnons sont d'une manière générale droite, franche. Elles vous disent les choses comme elles les ressentent. Donc la rencontre avec la société, c'est de donner à chacun la possibilité de découvrir cette richesse. Pour moi, ce sont des vraies pépites, des personnes extraordinaires au sens positif du terme, qui ont tout à apporter à la société, si on veut bien se donner la peine de les regarder sous un autre angle. Und der Empfang von Schulkindern hat noch ein anderes Ziel, helfen von jung auf die Vorurteile voll zu lassen. Wenn sie klein sind, kann man lernen, was eine Differenz ist. Immer wie normal. Ist, wie man sieht, dass es normal ist. Und Leute, die nicht ganz sind wie alle anderen. Wenn man klein ist, lernt man das besser für anzunehmen, dass man auch anders sind, dass wir immer normal sind. Und man kann doch auch ein richtiger Mensch sein. Hi, Pille!